passiert. Ganz ehrlich, Klimaschutz ist nicht unser Ziel, sondern Grundlage unseres Handelns. Das sind starke Worte. Was steckt dahinter? Darüber wollen wir heute mehr erfahren. Seien Sie herzlich willkommen und herzlich gegrüßt hier auf der Expo am Stand der Nassauischen Heimstätte Wohnstadt. Ganz ehrlich, Klimaschutz ist nicht unser Ziel, sondern Grundlage unseres Handelns. Was steckt dahinter? Darüber will ich heute mehr erfahren von diesen drei Herren. Wir haben in der Mitte Axel Gedaschko, Präsident des Bundesverbands Deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen. Ganz außen Dr. Thomas Hein, das ist der leitende Geschäftsführer der NH. Und hier neben mir Felix Lüther, der Nachhaltigkeitsexperte der NH. Dr. Hein, der Klimaschutz, das ist für die NH ja nun nichts Neues. Das ist Ihnen schon sehr lange sehr wichtig. Bereits 2018 wurde ja eine Klimastrategie erarbeitet. Mit welchen Zielen damals? Ehrlicherweise gesagt, waren wir noch ein bisschen früher unterwegs. Wir haben uns 2015 eine eigene Nachhaltigkeitsstrategie gegeben, aufgrund einer persönlichen Erfahrung, die ich in einem Veranstaltung der Schader-Stiftung in Darmstadt bei einem Konvent über Thema Nachhaltigkeit gemacht habe und uns klar wurde, dass Nachhaltigkeit nicht als Stückwerk erfolgreich sein wird, sondern wir brauchen da einen systematischen Ansatz und deswegen haben wir daraus dann eine Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt, die wir dann 2018 plus übernommen haben. Uns ist klar geworden, dass wir mit Stückwerk oder mit Pilotprojekten alleine nicht weiterkommen, sondern wir brauchen eine breitere Basis. Und das war dann quasi die Geburt unserer Nachhaltigkeitsstrategie. Wir haben einen anderen Ansatz gewählt. Wir sind über einen Managementansatz gekommen und sind dann in die einzelnen Themen eingestiegen. Was aber grundlegend sich geändert hat im Vergleich zu den Jahren zuvor, ist die Klimaschutzvereinbarung, der Klimaschutzplan, der gekommen ist. Denn damit hat sich die Sichtweise aus meiner Ansicht heraus, meiner Meinung nach, nämlich grundlegend gewandelt. Jetzt haben wir einen definierten Endzeitpunkt mit einem definierten Ziel, was wir vorher nicht hatten. Und das ermöglichte uns mal zurückzurechnen, was müssen wir eigentlich tun in unseren eigenen Beständen, wenn wir in 2050 dieses Klimaziel denn erreichen wollen. Und das konnten wir aber nur dadurch relativ in kurzer Zeit machen, weil wir eben diesen Nachhaltigkeitsmanagement-Ansatz vor 3 Jahren gewählt haben. Dadurch waren wir in der Lage, darauf reagieren zu können, und die Themen fundiert und mit Zahlen planbar zu machen und zu untermauern. Mhm. Und deswegen, glaube ich, haben wir einen guten Ansatz gewählt, um solche Themen vorantreiben zu können. Ein weiterer Ansatz war in unserer Nachhaltigkeitsstrategie, dass wir gesagt haben, wir möchten ganz gern das Thema treiben. Wir würden gerne mit der Nassauischen Heimstätte, mit der NHW-Unternehmensgruppe, die Vorreiterrolle wahrnehmen in der Wohnungswirtschaft und diese Themen treiben wollen. Und jetzt haben wir eine gute Gelegenheit oder die Situation ist da, dass wir da die Verantwortung übernehmen müssen. Und wenn wir das schon vorher sagen, dass wir das machen möchten, dann können wir uns jetzt nicht zurückziehen, sondern jetzt wollen wir auch tatsächlich vorantreiben und voranmarschieren. Das heißt aber, Sie marschieren voran, aber Sie wollen natürlich nicht alleine marschieren. Deswegen jetzt diese Nachhaltigkeitsoffensive, die jetzt hier tatsächlich auch der Öffentlichkeit präsentiert wird. Was genau ist jetzt die Rolle der NH bei dieser Nachhaltigkeitsinitiative? Nur voranzulaufen, Speerspitze zu sein? Das ist ein Ziel, ja, natürlich, so wollen wir starten. Aber in der Tat ist es so, es macht ja keinen Sinn. Es ist Nachhaltigkeit, Klimaschutzplan ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Das kann natürlich oder muss von jedem Wohnungsunternehmen mitgeholfen werden, umzusetzen. Aber ein Unternehmen alleine wird es natürlich nicht schaffen. Es ist deswegen erst einmal eine Gemeinschaftsaufgabe. Und das Zweite, was wir gelernt haben aus eigener Erfahrung, ist, das Thema ist so mannigfaltig und individuell. Jedes Gebäude muss quasi für sich selber angeschaut werden, dass wir der Meinung sind, wir brauchen Branchenlösungen und müssen an der Stelle, glaube ich, dafür sorgen, dass wir Erfahrungsaustausch haben. Deswegen würden wir gerne mit anderen Wohnungsunternehmen an der Stelle zusammenarbeiten, um Erfahrungen, die wir in der energetischen Modernisierung machen, teilen zu können, um zu besseren gemeinschaftlichen Lösungen zu kommen. Mhm. Es ist immer so, ein Team hat immer ein besseres Ergebnis als eine Einzelperson, das jemals erarbeiten können. Das ist der eine Ansatz. Und der zweite Ansatz, glaube ich, wir müssen aber auch noch mal ein bisschen Anschub leisten bei der Erkenntnis, dass wir
viel tun müssen für den Klimaschutzplan. Wir wissen aufgrund der Berechnung, die wir angestellt haben, was es bedeutet, nicht nur finanziell, sondern überhaupt vom Aufwand her. Und wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass die verbleibenden rund 30, 31 Jahre, die wir jetzt noch haben, für die Wohnungswirtschaft eigentlich eine sehr geringe Zeitspanne ist. Und ich glaube, das hat noch nicht jeder bei uns in unserer Branche so richtig auf dem Radar, dass es bedeutet, wir können nicht warten bis 2040 und fangen dann an oder gar bis 2050, das hört sich ja sehr weit weg an, sondern wir müssen jetzt anfangen, weil unsere Investitionszyklen extrem lang sind. Nehmen Sie eine Heizzentrale, die hat eine Lebensdauer von 20, 25 Jahre. Das heißt, bis 2025 kann ich eigentlich nochmal investieren und danach habe ich eigentlich keinen Schuss mehr frei, weil dann das so erledigt sein muss nach 2025, dass ich den Klimaschutzplan für 2050 dann auch tatsächlich erfüllen kann. Also das Ziel ist klar dieser Initiative. Was wären denn jetzt die ersten Schritte? Na, die ersten Schritte, die machen wir heute, indem wir diese Initiative, die Brancheninitiative Wohnen 2050 starten wollen, ins Leben rufen wollen. Und wir gehen aktiv auf andere Wohnungsunternehmen zu und bitten andere Wohnungsunternehmen mit uns, diese Initiative zu begleiten, mitzumachen, voranzutreiben. Letztendlich brauchen wir auch eine gemeinsame Stimme gegenüber der Politik. Deswegen sind wir sehr froh, Herrn Axel Gedaschke heute hier da zu haben und den GdW und unseren Regionalverband VdW Südwest mit Herrn Dr. Tausendpfund, die jetzt schon ihre Bereitschaft bekundet haben als Unterstützer, vielleicht sogar als Mitwirkende, das müssen wir noch diskutieren, mitzuwirken und gemeinsam das Thema voranzubringen. Letztendlich ist es ja auch so, dass wir gegenüber der Politik klare finanzielle Forderungen stellen müssen, weil der Klimaschutz ist Gemeinschaftsaufgabe, wie gesagt, und das kann nicht sein, dass unsere Mieter den Klimaschutz bezahlen. Das muss über die öffentliche Hand kommen. Wenn Sie die Mieter gerade ins Spiel bringen, werden sich denn die Mieter die Nebenkosten dadurch erhöhen? Ja, wir wissen ja aus der energetischen Modernisierung, dass wir ein bisschen was dagegen rechnen können durch die Energieeffizienz. Aber natürlich haben wir immer die Situation, wir haben ja nie reine energetische Modernisierungsmaßnahmen, sondern es ist immer ein Paket aus Modernisierung, energetischer Modernisierung und der Instandhaltung. Und dadurch haben wir drei Kostenbestandteile, die unterschiedlich aufgeteilt werden müssen. Also es allein schon durch die reine Modernisierung, wo der Wohnwert sich erhöht, die Qualität der Wohnung, das ist der Teil, an dem sich der Mieter sicherlich beteiligen werden muss, durch eine kleine Mieterhöhung, die aber traditionell und schon immer bei uns in unserem Haus sehr moderat ausgefallen ist. Die Instandhaltung läuft über die laufende Mietzahlung. Das ist der Teil, den das Wohnungsunternehmen beiträgt. Und der energetische Anteil zur CO2-Reduzierung, das ist der Teil, da ist die öffentliche Hand gefordert. Herr Lüther, Sie als Nachhaltigkeitsexperte, warum sehen Sie es so wichtig, dass die Branche hier gemeinsam agiert? Ja, tatsächlich, Schlagworte sind Geschwindigkeit. Herr Dr. Hein hat es gesagt, 30 Jahre ist in unserer Branche eigentlich nichts. Wir können nicht innerhalb von 3 Jahren die Pipeline umstellen, dann sind wir klimaneutral. Wir investieren über viele, viele Jahrzehnte. Insofern ist 2019, 2020 allerhöchste Eisenbahn, jetzt wirklich mit den richtigen Schritten voranzugehen. Die Vermeidung von Fehlinvestitionen ist das nächste Schlagwort. Also tatsächlich wirklich über die 30 Jahre gucken, wie ändern sich CO2-Faktoren langfristig, welche Wärmeversorgungsvarianten sind die langfristig tragen und nicht für 10 Jahre schön aussehen und danach eigentlich an Performance verlieren. Und tatsächlich das Thema kräfteschonendes Voranschreiten. Wir sind 3000 Unternehmen im GdW. Wenn die alle anfangen, jeder für sich voranzuschreiten, das klappt nicht in der Zeit. Und die Aufgaben sind so vielfältig. Wir haben als große Gesellschaft den Vorteil, dass wir die Ressourcen haben, auch Lösungen zu entwickeln, für uns zu definieren. Aber wir möchten ganz bewusst auch sagen, wir laden alle, auch gerade die Kleinen, die das eben nicht ressourcentechnisch leisten können, ein, über die Initiative davon zu profitieren und gemeinsam für die bestmöglichen Lösungen zu werben. Und tatsächlich, wir haben uns ja mit unserem Dachverband auch vorher abgestimmt, das Ziel ist auch tatsächlich nochmal unseren Verbänden sozusagen Schutz und Hilfe von der Basis zu leisten. Was Sie da oben an der Bundesspitze machen, ist super. Wir wollen aber eben durch ein möglichst breites Bündnis verschiedener Gesellschaften, die Mitglied im GdW sind, das Ganze nochmal vorantreiben und eben auch nochmal Bundespolitik vermitteln, wie groß die
Dimension ist, wie groß die Herausforderungen sind und was tatsächlich auch an Finanzierungsunterstützung nötig ist, damit wir auf der Ziellinie landen 2050. Um es nochmal ganz klar und deutlich zu machen, also es können auch kleinere Unternehmen mitmachen, ich sage mal mit 40 Mitarbeitern, die müssen nicht alle die Größe der NH haben. Nein, gar nicht. Also tatsächlich, es ist völlig unabhängig, welche Gesellschaftsform, egal ob das eine börsennotierte AG ist, ob das eine Genossenschaft ist, eine GmbH, alles ist willkommen, jeder ist willkommen. Größenordnung spielt da auch keine Rolle, es adressiert die gesamte Wohnungswirtschaft. Und warum sollten die mitmachen? Ja, ich habe schon angedeutet, das, was wir hier vorhaben, ist eine starke Gemeinschaft aufzubauen. Dadurch, dass wir als einer der 10 Größten für uns schon eine Klimastrategie gerechnet haben und wissen, wie es gehen kann, bis 2050 klimaneutral zu werden und welche Schritte es braucht, können wir direkt auch Know-how in die Initiative in den Ring werfen und anbieten als Unterstützung. Und tatsächlich, ich habe es eben schon gesagt, Finanzierung sichern, finanzielle Unterstützung seitens des Bundes. Das merkt man ja auch an dem Hin und Her der letzten Wochen auf Bundesebene. Da ist noch viel Überzeugungs- und vor allem auch Vermittlungsarbeit nötig. Und ich glaube, das kann nicht schaden, dass neben den Verbänden auch nochmal die Unternehmen auf der Basis hier laut trommeln und mit einer gemeinsam lauten Stimme klar machen, worum es geht. Wenn ich jetzt als Unternehmerin zu Ihnen käme und sage, ach, schon eine tolle Initiative, aber ich würde mir das doch gerne erstmal noch ein paar Jahre angucken. Was würden Sie mir argumentieren, dass Sie sagen, nee, es macht Sinn, sofort einzusteigen? Naja, wie gesagt, also 30 Jahre in der Wohnungswirtschaft. Wir kriegen ungefähr 55% unseres Bestandes in den 30 Jahren angefasst. Das heißt, es ist nicht mehr so viel Zeit abzuwarten. Aber abwarten ist, glaube ich, auch gar nicht so die Mentalität, die in unserer Branche üblich ist. Wir sind ja gewohnt, voranzugehen und gewohnt, auch einen Beitrag zu leisten. Die Zahlen kennen wir alle. Wir haben ungefähr, also wir für unser Unternehmen, haben in den letzten 30 Jahren, also seit 1990, ungefähr 50% CO2-Emissionen reduziert. Wir müssen aber von heute an nochmal 80% reduzieren, um klimaneutral zu werden. Ich finde, das ist ein schönes Zahlenspiel. 30 Jahre nach hinten, 30 Jahre nach vorne, 50%, nochmal 80% obendrauf, was verdeutlicht, wie groß die Dimension ist, um die es geht. Und deswegen, glaube ich, ist Abwarten einfach keine Lösung. Herr Hein. Ich glaube, an der Stelle ist nochmal deutlich zu machen, dass die Kollegen der Vorstände und der Geschäftsführer sich darüber im Klaren sind, dass wir tatsächlich keine Entscheidungsalternative mehr haben. Das war für mich so die Erkenntnis in dem Moment, wo die Bundesregierung den Klimaschutzplan völkerrechtlich abgezeichnet hat und damit verbindlich wurde, ist es im Grunde genommen einfacher geworden, weil ich nicht mehr entscheiden muss als Geschäftsführer, investiere ich ja oder nein. Die Alternative ist weg, sondern es geht nur noch darum, wie investiere ich und nicht mehr, ob ich investiere. Und darüber muss man sich erstmal im Klaren sein, dass ich eben keine Möglichkeit mehr habe, das Problem auszusitzen oder in die Zukunft zu schieben. Ich habe ja noch so viel Zeit bis 2050, das ist das eine Thema. Oder zu glauben, ich könnte diese berühmt-berüchtigte Free-Rider-Position einnehmen. Ich lasse mal die anderen machen, dann profitiere ich schon davon und ich habe einen Nutzen. Das funktioniert eben nicht mehr. Die Free-Rider-Position ist weg. Ich muss Strafzahlungen oder ich muss hohe CO2-Abgaben zahlen, wenn ich nicht entsprechend investiert habe, sodass ich keine Chance mehr habe zu sagen, investiere ich ja oder nein, sondern es geht nur noch darum, wie ich investiere. Und das ist, glaube ich, so eine Erkenntnis, die muss man erstmal so ein bisschen sacken lassen, mitnehmen. Und dafür sollte man sich aber nicht so viel Zeit lassen. Und das ist eben auch ein Grund, warum wir jetzt losmarschieren und sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist Zeit, wir können mit dem Klima nicht verhandeln. Das Klima ist nicht verhandelbar. Das heißt, Sie sind heute beide auch für jeden, der Interesse hat, direkt Ansprechpartner? Ja, unbedingt. Ich freue mich auf möglichst ganz viele Gespräche über den restlichen Tagesverlauf. Sprechen Sie mich an. Sie merken, ich bin hier auch in einem anderen Design wie die Kollegen von der NHW. Ich bin natürlich von der NHW, aber hier und heute stehe ich für die Initiative Wohnen 2050 und in dieser Funktion hoffe ich, dass mich ganz viele Leute nachher ansprechen und wir Fragen klären, Lösungswege klären und vielleicht auf eine fruchtbare Zusammenarbeit stoßen. Mhm. Und ansonsten für die, die heute nicht hier sind und mit mir reden können, iw2050.de ist die Webseite, liegt auch überall auf den Karten. Gehen Sie drauf, darüber können Sie uns kontaktieren und natürlich auch in den nächsten Wochen mit uns Kontakt aufnehmen. Herr Gedaschko, an der Krawatte erkenne ich nicht, was Sie zu der Initiative sagen. Verraten Sie es uns.
Ja, irgendwie war die grüne Krawatte ein Unikat. Das ist natürlich tragisch. Dann musste ich die eigene heute anziehen. Was halte ich von der Initiative? Wenn man sich vergegenwärtigt, dass die Bundesrepublik Deutschland noch nicht mal bis 2050 warten kann mit den Klimaschutzzielen, sondern dass es ganz klare Ziele gibt, auch bis 2030 schon. Das heißt also für die nächsten 10 Jahre. Und wenn sie nicht erreicht werden, dass die Bundesrepublik Deutschland jedes Jahr Strafzahlungen in Milliardenhöhe zahlen muss an die Europäische Union und dass auf unseren Sektor umgebrochen Strafzahlungen fällig würden, je nachdem, wie dann die Tonne CO2 vom Preis her beziffert wird, die Schwankungen reichen zwischen 1 Milliarde bis 2 Milliarden Strafzahlungen pro Jahr für unsere Branche, wird deutlich, dass der Handlungsdruck auf die Regierung gewaltig ist und die Regierung gibt diesen Handlungsdruck und die Handlungsnotwendigkeit, die dahinter steht, natürlich weiter, indem sie Sektorenziele ausgegeben hat. Das heißt, unser Sektor hat ganz klare Einsparungsziele. Wir können nicht sagen, dann soll doch mal die Landwirtschaft oder die Automobilindustrie was machen. Von der würde ich mir natürlich wünschen, dass sie tatsächlich schon so viel eingespart hätte wie wir. Hat sie nicht. Gleichwohl müssen wir dann auch sehen, dass wir vorwärts kommen. Und wenn wir sehen, dass wir nicht bis 2050 Zeit haben, sondern dass wir ein Ziel schon 2030 erreichen müssen, nämlich -40%, ist jeder Tag, den wir eher anfangen, ein guter Tag. Und jeder Tag, den wir verpennen, ein schlechter Tag. Und die Initiative ist natürlich dazu geeignet, wir als Verbände, wir haben uns mit Dr. Axel Tausendpfund, der da vorne steht, wir haben uns untereinander abgestimmt und haben gesagt, eine super Initiative, weil wir können versuchen, politische Rahmenbedingungen zu setzen. Aber Strategie in Unternehmen, was macht man richtig? Was sind auch die technisch besten Möglichkeiten, die zur Verfügung stehen? Anwendungsorientierte Forschung auch zu initiieren, all das ist Sache von Unternehmen. Und deshalb finden wir es gut, dass hier dann Verbände und Unternehmen Hand in Hand dieses Themenfeld bespielen können. Also eine klasse Initiative. Aber gibt es nicht schon ausreichend Initiativen? Dazu gibt es nicht ausreichend Initiativen. Was wir haben, sind Initiativen von denen, die uns Waren verkaufen wollen. Wir wollen aber keine Ware kaufen, sondern wir wollen Klimaschutz realisieren. Und das ist etwas ganz anderes als das, was es bisher gab. Welche Punkte würden Sie jetzt ins Feld führen, um kleinere oder mittlere Unternehmen davon zu überzeugen, hier mitzumachen? Ich denke, das, was Sie ansprechen, gerade die Kleinen und Mittleren, sind diejenigen, die eigentlich am ehesten auf die Idee kommen sollten, mitzumachen, weil wenn ich die klassische Durchschnittsgröße von GdW-Unternehmen nehme, die haben 20 Mitarbeiter. Das durchschnittliche Wohnungsunternehmen bei uns hat 20 Mitarbeiter. Die können keine Stabsstellen sich schaffen für Digitalisierung, für Klimaschutz, für das und das und das Thema, sondern das ist irgendwie one fits all. Und das heißt, dann ist es natürlich klug, sich mit denen zusammenzutun, die strategisch vordenken, sich dort Best-Practice-Beispiele abzuholen und zu gucken, was davon passt auf mich am besten und am schnellsten. Und vielleicht auf diese Art und Weise, wir sprachen am Anfang, Sie fragten auch mit den Mietern und den Kosten. Das Ziel muss es natürlich sein, den Klimaschutz, das Klimaschutzziel so zu erreichen, dass die Belastung auch für die Mieter am Ende des Tages möglichst gering bleibt. Und Dr. Hein hatte allerdings einen Punkt auch schon ganz klar adressiert und den adressieren wir auch. Und das haben wir übrigens gemeinsam mit dem Deutschen Mieterbund auch der Regierung adressiert. Das wird unendlich viel Geld kosten, was wir hier machen müssen. Und um die Ziele 2030 zu erreichen, und das ist nicht eine Berechnung, die wir gemacht haben, sondern das ist eine Berechnung der DENA, die wir gemeinsam mit dem Mieterbund und dem GdW nachvollzogen haben, wären staatliche Unterstützung, um eine Warmmietneutralität herzustellen, von 6 Milliarden Euro jährlich für den vermieteten Sektor durch die Bundesregierung notwendig. 6 Milliarden Unterstützung für Investitionen jährlich. Das ist eine so gewaltige Summe. Politik hat sich ein bisschen erschrocken, als wir denen das nochmal vorgehalten hatten. Und wir wissen, dass die Bundesregierung eigentlich gedacht hat, sie käme mit insgesamt für alles, auch für, ich sag's mal, Haus- und Grundklientel, 3 Milliarden über die Rampe. Die ist also meilenweit denkmäßig davon entfernt, zu realisieren, was das eigene Projekt tatsächlich an Volumen bedeutet. Herr Dr. Hein, bei den Zahlen wird es einem ein bisschen schwindelig,
ist ja nicht nur die politische Seite, die investiert, sondern die Unternehmerseite ja auch. Von welchen Summen reden wir denn da? Also für unser Unternehmen, Gott sei Dank, hätte ich beinahe gesagt, nicht die Milliarden, aber das stimmt gar nicht. Es kommt auf den Zeitraum an, den man unterstellt. Tatsächlich ist es so, wenn wir im neuen Wirtschaftsplan jetzt unsere Investitionen anpassen, bedeutet dies, wie in den letzten Jahren haben wir rund 110 Millionen pro Jahr in die Instandhaltung und Modernisierung bereits investiert. Wir haben auf diese Art und Weise in den letzten 30 Jahren 50% CO2-Ausstoß reduzieren können. Um nur das nochmal entgegenzustellen, für die nächsten 30 Jahre brauchen wir aber eine Reduzierung von weiteren 80%. Das bedeutet, dass wir mit den Geldsummen, die wir bisher ausgegeben haben, nicht das Ziel erreichen werden. Also wir müssen mehr machen. Das ist übrigens auch ein gefährlicher, falscher Trugschluss, weil wir natürlich auch gesagt haben, wir machen doch viel für die energetische Modernisierung. Das ist auch klar, Herr Axel Gedaschko hat es ja schon erwähnt, die Wohnungswirtschaft hat in der Vergangenheit viel gemacht, aber es reicht eben nicht aus und deswegen müssen wir mehr machen. Und das bedeutet, dass wir pro Jahr mehr als 60 Millionen nochmal oben drauf setzen müssen. Und wenn Sie das halt auf 30 Jahre hochrechnen, dann sind wir schnell doch im Milliardenbereich. Und dann wird diese Summe, die genannt worden ist, über alle Wohnungsunternehmen nämlich durchaus verständlich. Und das ist eben die große Herausforderung. Klimaschutz bedeutet viel, viel Geld. Jetzt wird heute diese Initiative ja tatsächlich der Öffentlichkeit vorgestellt. Was erhoffen Sie sich davon, dass Sie das jetzt hier auf der Expo machen? Sind hier besonders viele Unternehmen mit besonders viel Geld unterwegs? Also uns geht's da weniger um das Geld oder anderen Unternehmen, darum geht es uns definitiv nicht, nein. Wir haben diesen Augenblick natürlich gewählt, um die Aufmerksamkeit zu erzielen, das ist klar. Die, glaube ich, haben wir jetzt auch erreicht und wir würden uns sehr freuen, wenn uns die Kollegen anderen Wohnungsunternehmen und nochmal insbesondere der kleineren und mittleren Wohnungsunternehmen uns ansprechen, damit wir gemeinsam eine Initiative voranbringen können. Da geht es erstmal um Erfahrungsaustausch, es geht erstmal um Abstimmung. Wir können bestimmte Daten liefern, wir können erzählen, wie man das ein oder andere Problem vielleicht geschmeidiger angeht, ohne selber die Erfahrung machen zu müssen. Wir können da Unterstützung leisten. Das wäre schon mal der erste Schritt und wir würden uns freuen, wenn wir einen hohen Zuspruch hätten an der Stelle. Herr Lüther, wie würde es für Sie denn so eine Wunschzusammenarbeit aussehen? Ja, also Wunschzusammenarbeit, da kann man sagen, wie in der Branche sind wir es ja eigentlich tatsächlich gewohnt, uns auszutauschen. Das ist ein relativ gutes Niveau von gemeinsamem Arbeiten an Themen, dadurch, dass wir uns meistens, wir sind fast alle regional aufgestellt und dadurch kommen wir uns so konkurrenzmäßig nicht so sehr ins Gehege. Also tatsächlich offener, direkter Austausch, das ist total wichtig. Wirklich gemeinsam die Hemmnisse, die Lösungen auf den Tisch legen. Das wäre ein Ziel bei dem der Dimension und der Herausforderung agiles Arbeiten, wie es dem Problem angemessen ist, aber nichtsdestotrotz auch für jeden, der mitmachen will, gleichsam in seinem Tempo. Also wir zwingen keinen zum Sprint, das Ganze ist ein Marathon, also jeder in seiner Geschwindigkeit. Genau deswegen wollen wir ja Kräfte bündeln, damit wir wirklich die Sprinter haben und die Marathonläufer, die dann gemeinsam zusammen die Ziellinie erreichen. Also ja, wenn ich mir noch was wünschen darf, was ich gerne mitnehmen würde, wäre es ein, zwei Handvoll von Kollegen aus anderen Unternehmen, die sagen, jawohl, das finden wir gut, da machen wir mit. Das wäre so die Traumvorstellung. Gibt es denn vielleicht auch schon Rückmeldungen? Ich weiß, es wird heute erst der Öffentlichkeit vorgestellt, aber ich weiß auch, dass man im Kollegenkreis ja vorab auch schon mal das eine oder andere Gespräch führt. Gab es da schon mal Rückmeldungen? Ja, also tatsächlich, wir haben uns, wie erwähnt, mit den Verbänden abgestimmt. Wir haben auch schon mal im Kollegenkreis der engagierten Unternehmen darüber gesprochen, auf Ebene der Nachhaltigkeitsbeauftragten. Da ist es sehr gut angekommen. Aber jetzt beginnen natürlich die Gespräche mit den Vorständen und mit den Entscheidern in den Unternehmen. Ich hatte gestern Abend auch schon eine von den kleineren Gesellschaften, die gesagt haben, boah, klasse, da machen wir mit. Also durchaus, es gibt schon erste Gespräche, erste Interessenten, aber das darf noch viel, viel mehr werden. Wie gesagt, der Benchmark sind 3000 Unternehmen. Herr Gedaschko, was wäre denn jetzt so Ihre Zielvorstellung in einem Jahr, in 10 Jahren? Und ich meine, 2050 wissen wir, wie das Ziel aussieht. Welche Schritte würden Sie jetzt gerne im nächsten Jahr und in den nächsten 10 Jahren gehen? Also ganz konkret, der erste und der schwierigste Schritt ist immer der Anfang. Ein sehr guter Anfang ist heute getan. Wir haben gesagt, wir müssen in die Branche auch reintragen natürlich,
die Frage, was ist technologisch eigentlich das, was am übernächsten Tag möglich ist. Also, dass man nicht nur auf das guckt, was heute tatsächlich da ist. Wir haben dafür die AG 42 gegründet. Ich weiß nicht, wer von Ihnen die Zahl 42 näher mal betrachtet hat. Die Zahl 42, da gibt es auch einen schönen Roman zu, ist ja die universelle Zahl zur Lösung aller Weltprobleme. Deshalb haben wir die AG auch 42 genannt, weil wir müssen Weltprobleme lösen. In dieser AG 42 haben wir vereint diejenigen Unternehmen, von denen wir glauben, dass sie sehr weit vorne sind mit ihren Überlegungen, um dann tatsächlich auch diese technologische Seite zu betrachten. Das ist der eine Startpunkt. Der zweite Startpunkt, wir haben im November Tag der Wohnungswirtschaft und dort haben wir die meisten unserer Branche auf einem Fleck vertreten. Wo also kann man besser für diese Idee werben? Und wir werden auch zu Gast haben den Staatssekretär im Umweltministerium, Florian Pronold. Und in einem Gespräch mit Florian Pronold wird Dr. Hein dann auch nochmal diese Idee ad coram publicum vor den Mitgliedern darstellen können, um auf diese Art und Weise, wir können dann ja mal hinterher am Eingang oder Ausgang Unterschriften sammeln, einfach Mitglieder auch zu werben für diese Initiative. Und ich würde mir wünschen, dass tatsächlich am Anfang zumindest die Mitglieder der AG 42 als Startfrequenz da sind. Und das wäre schon Ende des Jahres dann das Ziel, was ich mir wünschen würde. Also dann ist die Initiative jetzt ins Volk gestreut. Geben Sie es zahlreich weiter. Kommen Sie zahlreich zum Herrn Lüther und zu Dr. Hein. Die sind da, um Ihre Fragen zu beantworten. Natürlich nicht heute, sondern eben auch in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen. Wir müssten jetzt eine Champagnerflasche eigentlich knallen lassen. Aber eigentlich gibt es noch keinen Grund zum Feiern. Ab welchem Punkt gäbe es den Grund, die Champagnerflasche zu öffnen, Herr Dr. Hein? Also gerne heute Abend. Dann können wir die erste Champagnerflasche gemeinsam köpfen. Das wäre ein schöner Anlass, ja. Okay, das ist ja dann doch sehr zeitnah. Dann viel Erfolg. Herzlichen Dank für die Informationen. Herzlichen Dank auch an Sie für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit. Hier geht es um 12.30 Uhr an diesem Stand weiter mit dem nächsten Expertenrunde. Herzlichen Dank.